Station for free. Speisegereiste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Da seht ihr das Kunstwerk. Das ist mir Mikroverrat, aber leider habe ich die mit bösen Netz abgestimmt. Ich dachte, das stimmst du mit bösen Netz ab, so wegen Sinus und so. Und naja, wartet mal, ich mach mal das Zusatzlicht aus. Ich habe jetzt hier noch, er läuft wieder Entladetest, wisst ihr ja, ne? Machen wir alles. Also hier ist jetzt dunkel, ne? Ich mach hier zu halt. Jetzt pass mal, ich halte schon mal die Lampe an. Ja gut. Jetzt ist es auf jeden Fall heller. Na, auf jeden Fall, ihr seht, ist noch gut Schatten hier in den Ecken. Und jetzt pass mal auf, ich schraub die mal raus und jetzt gehen wir mal in die, also das ist jetzt am mein eigenes Netz am Wechselrichter. Es geht auch, ist aber noch ein bisschen dunkel. Jetzt gehen wir mal an 220 Volt, 230 Volt Fremdnetz. So, jetzt haben wir dieselbe Lampe im Schlafzimmer. Und wir schalten mal ein. Die ist jetzt echt dachhell, wenn ich jetzt hier zuhält. Mal flackert sie. Und wenn ich jetzt hier mal in die Ecke gehe, taghell auf jeden Fall. Also, haut hin, würde ich sagen, ja. Das war doch mal auf den Sinuswechsel. Ich habe jetzt nochmal umgeklimmt. Ich habe die Lampe hier hinten vom Testgerät, habe ich jetzt, also von meinem Entladetest hier hinten, den ich euch vorhin gezeigt habe. Habe ich jetzt die Lampe in unsere Birne reingemacht, die neu gebaute. Und ich will mal gucken, was hier das Ganze verbraucht. Drei Watt. Ich würde sagen, das ist in Ordnung. Die ist schon gut hell. Ich würde sagen, 3 Watt an echten Sinus. Nur hier die Bastelecke. Also das ist schon gut hell. Das kannst du hier zuhalten. Ändert sich nicht mehr viel. Doch ein bisschen, ne? Ah. Ja, aber ihr seht, 3 Watt. Nicht schlecht, Herr Specht. 3,3. Ich habe jetzt natürlich keine Langzeittests gemacht. Ich mache es einfach so. Ich schraube die bei mir hier oben in meine Lampe rein und... Ja, es ist nicht ganz so hell und wenn ich den Sinuswechselrichter habe, müsste es ja dann ungefähr so hell sein. Ich hätte ein bisschen mehr machen können. Die LEDs sind auf, die kann ich euch ja mal zeigen. Das sind solche Filamente hier vom Achim. Vielen lieben Dank nochmal, Achim. Da sind jetzt 6 Stück, glaube ich. Die könnten 8 Watt, also eine kann, nee, warte mal, sind da jetzt 6 Stück? 1,5 Watt kann eine. Und ja, 2 wären 3 Watt, 4 dann 6 Watt, es wären 9, ja 8, 9 Watt ungefähr. Und ja, ihr habt es ja gesehen mit 3 Watt, also die müsste jetzt theoretisch ewig halten. Auch die Bauteile, es dürfte eigentlich nichts weiter kaputt gehen. Nichts weiter an wie die Lampe an unserem Messgerät, hat ja 3 Watt angezeigt. Jetzt gucken wir mal, was es hier anzeigt. 7,5 Watt. Jetzt mache ich mal die Lampe aus. Mal gucken, wo wir da sind liegen. 4 Watt sieht hier irgendwas. Da lade ich noch irgendwas oder so. Also passt. 3 Watt. Und interessant ist, dass der Cosinus, ich weiß nicht, ob ihr das vor uns gesehen habt, dass der Cosinus 0,2 war. Also laut dem Ding und was viele so sagen, bedeutet das ja, dass der Verbrauch dann höher wäre am Netz und so. So, und da ich aber hier Gleichstrom rausziehe, das Ding hängt ja an Gleichstrom, dann müsste ich es ja sehen. Ne, und wie ihr seht, 3,78 und vor uns hatten wir 8,78 Watt irgendwas, ne? Ja, haut hin. Das sind die 3 Watt. Auch wenn der Cosinus an dem Ding
Anzeige 02 oder 03 hat es angezeigt. Sehr interessant. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt muss ich noch mal gucken. Oder warte mal, sind die 3 Watt vom Wechselrichter? Ah, das ist ja der Wechselrichter, ich Idiot. Ja. Nee, ist der Wechselrichter, der so viel. Also haut hin. 3 Watt braucht die LED auch an. Nicht Sinus, ist aber dann nicht so hell. Ne? Naja. Wollte ich noch mit dranhängen.